Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für mich, denn irgendwie ist heute ein riesengroßes Paket eingetroffen, aber da ist die Brigitte-Box drin. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Brigitte-Box ist eine Beauty-Box, die versuche sie jetzt mal rauszunehmen, damit ihr wenigstens die Box sehen könnt, die sehr schwer übrigens ist. Die erscheint alle 2 Monate, kostet so 25 bis 30 Euro, je nachdem, welche Abo-Variante man so wählt. Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Da stehen auch manchmal ganz interessante Informationen drin. Ich habe die Produkte dann auch immer rausgesucht und verlinkt und so. Ne? Genau, ja. Und ich bin ganz aufgeregt und ich freue mich richtig. Es ist so ein richtig schönes, ja, rosa und rot. Ne? Also die Brigitte-Box kommt immer in diesem Design, immer in diesem Format. Wir haben hier fast nur Full-Sizes drin, also sehr, sehr selten, dass wir mal eine Reisegröße mit dabei haben oder so. Eine schöne Box, eine tolle Box. Ich mag die Box. Die Box. Ich bin ein Boxenfan, man merkt das kaum. Und weil der Karton, weil ein paar Sachen nicht in den Karton gepasst haben, haben die uns so einen Riesenkarton geschickt. Da war unter anderem drin hier von Volvic Limotion Blutorange ohne Zusatzstoffe mit Kohlensäure und wenig Kalorien. Ja, das ist einfach ein Getränk, ne? Also wir haben hier eigentlich hauptsächlich Beauty drin, aber ab und an auch mal so ein bisschen Lifestyle-Artikel, Deko-Artikel, Schmuck oder Getränke, was zu essen, was zu trinken. Was zum Wohlfühlen. Und ja, genau, das kann man jetzt auch gut gebrauchen. Das wird jetzt auch gekühlt und dann werde ich das trinken. Wobei, ich kann jetzt auch mal einen Schluck probieren, ne? Das kann ich wohl machen. Okay, es ist Kohlensäure mit drin. Das ist interessant. Volvic ist eigentlich eher weniger dafür bekannt, für mich persönlich, ne, dass da Kohlensäure enthalten ist. Das ist eher so das stille Wasser. Prost. Ja, schmeckt erfrischend, ne? Mag ich gerne. Tatsächlich. Doch, finde ich gut. Hier haben wir auch ein bisschen was zu naschen mit dabei. Das ist aber ein bisschen gesünder, ne? Alnavit frei von, das ist wohl die Marke, bio-glutenfrei Rosmarin Grissini mit Meersalz, ohne Zusatz von Hefe. Ist doch schön, ne? Das ist vegan und das kann man schön snacken. Und dann nimmt man sich einfach dazu so ein Kräuter-Frischkäse oder so. Und dann kann man das da reindippen. Oder man ist ganz hardcore und nimmt diese Knoblauchsoße von Action und dippt das da rein. Dann brauchst du aber auch keine Angst vor Vampiren haben. Ja, genau. Finde ich cool. Doch, sowas mag ich ganz gerne. Und wir kriegen morgen Abend Besuch, dementsprechend kommt das auch ganz gut. Hier haben wir dann noch immer mal wieder so Gutscheincodes mit dabei. Das ist jetzt von Freddy's Flowers. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ein Bugs Butterfly Nicole hat doch immer von... Ist es von Freddy's Flowers? Oder kommt mir das so bekannt vor, gerade vom Namen her? Und dann haben wir hier noch eine Zeitschrift mit dabei. Denn die Brigitte Box ist ja inspiriert von der Brigitte Zeitschrift. Also das ist quasi der Ursprung des Ganzen. Und daraus ist dann irgendwann die Box auch entstanden. Und sowas finde ich immer ganz nice. Die hat auch einen Wert. 7.7. ist die erschienen, also auch recht neu. 3,70 Euro kostet die. Ab und an hat man da auch mal so ein bisschen... so Proben oder sowas drin, das ist jetzt hier nicht. Hier haben wir so Reisetipps und neue Fragen an die Liebe, also quasi, ne, so ein bisschen Lifestyle-Magazin, Beauty- und Lifestyle-Magazin, so wie die Box ja auch ist. Das macht ja auch Sinn. Genau, du musst das positiv sehen. Wirklich die rosarote Brille-Falle. Ja, die hat man nicht nur in einer Beziehung, die hast du ja fast, also in vielen Lebenslagen, ne. Mir finde ich schön. Und hier auf dem Cover haben wir dann im Prinzip auch so ein bisschen die die Zielgruppe abgebildet. Die Frau ist jetzt sogar fast, weiß ich nicht, doch, die passt recht gut in die Zielgruppe, würde ich sagen, ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Box für Teenager, das heißt, wir haben hier auch mal Anti-Aging-Produkte und sowas mit dabei und weniger so Sachen gegen, Unreinheiten oder sowas, ne? Genau, das muss man halt auch bedenken. Und hier habe ich jetzt den großen Karton leer gemacht. Zack! Und jetzt packen wir mal die Box aus. Dann nehme ich zuallererst einmal den Deckel ab. Falls ich euch zu viel rede, ihr kennt das, oder die, die länger auf meinem Kanal sind, ich habe hier immer Timestamps. Da könnt ihr dann auch weiterhüpfen, falls es euch einfach gerade zu lange dauert. Ich bin halt ein Redemensch, ich mache das ganz gerne hier. Ne? Deswegen, hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls du mehr von mir willst, kannst du hier unten gerne abonnieren. Super Eigenwerbung. Okay, erst sagen, hüpf weiter und dann abonniere mich. Läuft bei mir. Ja, Widersprüche mag ich. Hier haben wir dann den ersten Blick, wenn man den Deckel entfernt hat. Und dann sehen wir hier das Seidenpapier, ein Seidenschleifchen, was das Ganze verschließt. Und dann haben wir auch ein Klebi, wo Brigitte Box draufsteht, den ich immer vorsichtig öffne, weil ich die Boxen immer weiter verwende.
um da zum Beispiel Verlosungspakete reinzumachen und so. Ne? Das so mache ich ganz gerne. So. Ja, und hier haben wir ihn, den ersten Blick in die Box. Wir entfernen einfach mal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da gucken wir gleich mal rein, was das Motto ist. Hier haben wir dann auch noch ein paar Codes und das ist dann tatsächlich der erste Blick in die Box, wo man auch schon das ein oder andere Produkt sieht. Ich würde fast schon sagen, Vanessa vom Kanal Mrs. Rosarot ist shaking, weil sie tatsächlich, also ich sehe hier direkt ganz viel Orange und Orange ist so ihr Ding, ne? Okay, das passt. Ich habe nämlich auch schon mal eine Glücksbox mit Vanessa gemacht. Das ist ja witzig, kann ich euch mal oben im i hier oben da verlinken. Das passt wirklich gerade wie Arsch auf einmal. Eigentlich, liebe Vanessa, müsstest du dir diese Box holen. Egal. Ich sehe nur das Motto und denke direkt an dich, läuft bei mir. Die Brigitte Box Nummer 4, Glücksmomente. Das letzte Jahr hat viel von uns allen gefordert. Deswegen widmen wir diese Ausgabe der Brigitte Box den kleinen und großen Glücksmomenten im Alltag. Ein Frühstück im Bett, endlich wieder essen gehen oder Menschen treffen. Das Schmuckset von Piolet, jetzt kommen die auch schon mit Spoilern um die Ecke, ist eine Erinnerung daran, dass wir bei Accessoires nicht nur an FFP2-Masken denken sollten. Mit positiven Affirmationen suchen und finden wir das Glück in uns und lernen achtsam mit uns umzugehen. Putzen Sie sich raus, legen Sie Lipgloss auf. Einfach so und nur für sich. Der Alverde Naturkosmetik Maximum Lip Boost pflegt Ihre Lippen intensiv und lässt sie strahlen. Mit guter Laune und vielen Glücksgefühlen in den Tag. Die Kneipp Aroma Pflegedusche sorgt dafür, dass wir frei, verrückt und glücklich sein dürfen. Genießen Sie den Sommer und träumen Sie sich ans Meer. Mit der Sonnenschutzcreme Lichtschutzfaktor 30 von Sebamed, meine Herren, ganz schön viele Spoiler, ne? Ist die Gesichtshaut optimal geschützt. Erheben Sie ein Glas auf sich selbst und feiern Sie Ihr Glück. Henkel alkoholfrei ist Sektgenuss für alle, die auf Alkohol verzichten wollen. Viel Spaß beim Auspacken, Entdecken und Testen. Carpe Diem, Ihr Brigitte Box Team. Ja, Carpe Diem, nutze den Tag. Genau, also ja, das passt, also ne, dieses Trinken passt zu Glücksmomente. Nein, dass wir ein Getränk haben, finde ich ganz schön. Dann diese Grissinis eben, da musste ich ja auch direkt dran denken, dass wir dann morgen Grillbesuch bekommen. Okay, dann gucken wir mal, wie die anderen Sachen auch so dazu passen. Das hier wurde zum Beispiel nicht angespoilert, das habe ich aber schon da. Wird dann wahrscheinlich demnächst mal weiter verlost werden. Ist mir persönlich sogar ein Tick zu groß. Das ist von Fräulein B, der Magic Makeup Remover. Und das ist ein Pad, mit dem du halt einfach, ohne dass du so ganz, ja, ne, Abschminkpads an sich brauchst, die du nachher wegschmeißt, dich abschminken kannst. Hat das Sinn ergeben? Man weiß es nicht. Mein Pad sieht bei weitem nicht mehr so schön aus wie dieses hier, denn es kommt halt auch immer in Trockner, ne? Das ist hier einfach ein, ja, recht großes Pad. Damit kann man sehr gut sein komplettes Gesicht abschminken oder eine Maske abnehmen oder so, ne? Eine Gesichtsmaske. Finde ich sehr schön. Auch diese Fasern gefallen mir. Das, was ich ein bisschen schwierig finde, aber gleichzeitig ist es sinnvoll. Wir haben hier in der Zwischenlage Schaumstoff. Und ich weiß nicht. Irgendwie bin ich da nicht so Fan von. Das macht das Pad halt relativ unflexibel. Und deswegen wandert das weiter und bleibt auch nicht bei mir. Weil ich da tatsächlich dann auch lieber diese Pads mag. Wie damals habe ich ja diese Norvel Abschminkpads. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr auf Amazon zu kaufen. Habe ich mir geholt, wo man auch so seine Finger reinschieben konnte. Und damit kann man sich halt echt schön abschminken und so. Aber das ist ein gutes Produkt, ne? Aber ja, halt noch nicht ganz so optimal für mich, so wie ich das so finde. Hier haben wir ein Produkt, das wird aber auf jeden Fall, weil wie man sieht, ich trage einen Liquid Lipstick. Das ist auch mal ein Highlight, ne? Dass ich mein Liquid Lipstick trage, ist einer von KVD Vegan Beauty. War, glaube ich, auch mal irgendwo in der Box mit dabei. Geile Farbe, ne? Ich stehe auch total drauf. Kruzifix heißt die. Mhm. Genau. Also, hier haben wir ein Lippenprodukt von Alverde, was angeteasert wurde. Der Maximum Lip Boost. Und das ist so ein Blau. Für spürbar mehr Lippenvolumen bei regelmäßiger Anwendung. Ja, also das ist so ein Stück Lippenpflege, der dann aber auch gleichzeitig die Lippen wohl aufplumpen lassen soll. Und das werden wir testen. Denn ich mache immer, also jetzt habe ich noch zwei Boxen hier. Das ist einmal hier die Brigitte Box und die Beauty Love the Natural Box, die ich beide jetzt gleich hintereinander auspacke und nach online stelle. Und wenn ich die beiden ausgepackt habe, habe ich nämlich alle Boxen für diesen Monat erhalten und kann dann mein Full Face Beauty Box morgen wahrscheinlich schminken und dann demnächst mal online stellen. Genau, und da kommt das auf jeden Fall mit rein, dass ich dann, bevor ich mich schminke, also wenn ich gerade so meine cremigen Texturen auftrage, dass ich den dann einfach auch mit drauf mache, wie so eine Lippenpflege, die gleichzeitig plumpt. Riecht auch sehr, sehr minzig, ne? Also wie so ein, ja, Menthol-Kaugummi halt, ne?
Minzig oder mentholig, Claudinchen? Da weiß ich auch nicht, was du willst, ne? Hier haben wir auch ein Produkt, was angeteasert worden ist und wo ich halt einfach safe an, Vanessa denken musste, ne? Aroma Pflegedusche, sei frei, verrückt und glücklich mit Glücksklee und Apfelsine. Ich glaube, das hatte ich ihr sogar genau so damals ins Paket mit reingepackt, weil sie auch so ein Orangenfan ist. Bin ich ehrlich gesagt nicht so. Ja, auch wenn die Rezeptur ohne Mikroplastik ist, ist alles schön und gut, aber ja, es riecht eigentlich ganz geil, ne? Ich meine, Glücksklee riechst du natürlich nicht. Das riecht halt einfach nach Orange. Ja, aber ich habe eigentlich andere, die ich lieber mag. Ich mag halt lieber so pudrige Düfte oder süßliche Düfte. Das ist mehr so meine Welt. So zitrische Düfte ist nicht ganz so meins, aber das ist halt das, was jetzt so Richtung Sommer halt in Beautyboxen viel vertreten ist. Draußen rastet gerade volle Elle irgendein Vogel aus, irgendeine Dohle oder so. Wäh, wäh, wäh. Den kleinen Mr. Bauer interessiert das herzlich wenig. Er versteht scheinbar auch nicht, was sie will. Okay, jetzt habe ich hier ein Produkt und das finde ich ganz witzig. Habe ich letztens in meinem Aufgebraucht-Video auch so ähnlich gehabt. Da hatte mein Freund das nämlich ausprobiert. Hat ihm nicht ganz so gut gefallen. Aber das hier kann ich sehr gut gebrauchen, weil ich brauche mal wieder dieses Relaxen tatsächlich. Relax Booster, Zwei-Phasen-Pflege. Da haben wir einmal oben hier eine Clean-Maske drin und unten drin ist es der Relax Booster. Das hat Luvos ganz schön geregelt und ich mag die eigentlich ganz gerne, dass man sich halt erst hier die Maske aufträgt, aufs Gesicht gibt, dann einfach seine Chili-Milli-Zeit hat, 10 Minuten steht hier auch drauf. Dann kannst du es abwaschen, machst deinen Toner drauf und kannst dann hier diesen Booster verwenden, was halt so eine Art Serum ist, ne? Und da man die Haut halt schon im Vorfeld mit dem einen Produkt gepflegt hat, das ist eins aufeinander abgestimmt und deswegen finde ich das so klasse. Und ja, beruhigt, entspannt die Haut nachweislich, mindert Rötung, besänftigt Irritation, bringt den Teint zum Strahlen. Und diese Clean-Maske, die macht halt eine Tiefenreinigung, ne? Ideale Vorbereitung auf den Booster. Finde ich klasse und das wird auch verwendet werden. So, dann habe ich ein Produkt und das finde ich so wichtig, weil das halt auch so häufig vergessen wird. Aber ich glaube, die Boxenpacker haben mich erhört, denn es ist jetzt in sehr vielen Boxen vertreten, was positiv ist, ne? Weil nicht jeder hat halt wirklich gefühlt jede Box, die es irgendwie gibt im Abo oder bekommt sie halt zugeschickt. Ich zeige sie halt einfach nur und ich finde sehr, sehr sinnvoll, dass Boxenpacker das im Sommer in die Boxen reinpacken, weil Lippen und Ohren werden sehr, sehr häufig vergessen oder halt auch auf den Füßen drauf zum Beispiel, wenn es darum geht, sich Lichtschutzfaktor oder Sonnenschutz aufzutragen. Und hier haben wir von Ultrasun einen, von Ultrasun Lip Protection and Care mit Lichtschutzfaktor 30 und das ist einfach klasse. Ne, das ist, macht ein bisschen weißliche Lippen, ich habe den ja auch schon mal verwendet, aufgebraucht, wie auch immer, aber ich finde das toll, ne, weil ich, klar, jetzt durch die Masken und so sind wir nicht so extrem der Sonne ausgesetzt, wie wir es normalerweise wären, es sei denn, man ist zum Beispiel im Urlaub und in dem Urlaubsort ist jetzt nicht unbedingt vorgegeben, eine Maske zu tragen und dann hast du halt auch die ganze Zeit die Sonne da drauf knallen und wer schon mal Sonnenbrand auf den Lippen hatte, weiß, wie schmerzhaft das ist. Und das ist halt auch super empfindliche Haut, die wir nochmal extrem mehr pflegen sollten. Deswegen finde ich das geil. Deswegen habe ich da jetzt auch so lange von geredet, weil ich das so wichtig finde. So, und hier haben wir jetzt das Produkt, was ohne Stoff ist, aber was uns daran erinnern sollte, uns selber zu feiern. Und zwar von Freshenet Legero alkoholfrei. Ja, alkoholfreien Sekt, das ist etwas. Wenn ich meine Mädels bei mir habe, dann ist safe eine Flasche Sekt und eine Flasche alkoholfreier Sekt bei derjenigen, die halt das veranstaltet im Kühlschrank, weil das einfach immer getrunken wird, ne? Also mache ich auch. Und wenn man einfach irgendwo jetzt einen Anlass hat zum Anstoßen, kann man sich das gönnen und das finde ich schön. Der wird auch direkt in den Kühlschrank wandern, für wenn mein Freund und ich das nächste Mal einfach was anstoßen wollen. Ich weiß es nicht. Ich habe aber safe noch eine andere alkoholfreie Flasche irgendwo. Achtung übrigens, bei alkoholfreiem Sekt, die haben auch ein Ablaufdatum. Ich glaube, dass der normale Sekt das nicht hat. Hier ist es jetzt noch über ein Jahr haltbar, easy peasy Sonnenschein, aber weil halt kein Alkohol drin ist. Das sollte man bedenken. Wir haben auf Arbeit nämlich mal irgendwann einen Schrank aufgemacht, als wir so ein bisschen einen Rundumschlag auf Räumaktion-Gedönsen gemacht haben und dann ist uns eine Flasche in die Hände gefallen, die ich weiß nicht wie lange schon abgelaufen war, aber sie war halt in Alufolie eingepackt und dann haben wir die Alufolie entfernt. Der war, ich weiß nicht, orange? Er hatte eine ganz komische Farbe, also das, was da drin war, war nicht ratsam. Also immer schön drauf achten, alkoholfreier Sekt kann ablaufen. Dann haben wir hier ein Produkt und das ist auch sehr praktisch. Sebamed Sonne, Lichtschutzfaktor 30 hoch. Gut, ich nehme normalerweise 50, aber 30 geht auch ab und an mal, wenn ich nicht so ad hoc mega krass in der Sonne bin. Ne? Sonnenschutzcreme und das dürfte fürs Gesicht sein, medizinische Hautpflege. Ja, so schaut das Produkt auf jeden Fall aus. Finde ich auf jeden Fall auch
echt gut. Also benutze ich jeden Tag. 75 ml, das ist ganz schön viel. Sicher, dass es nur fürs Gesicht sein soll? Insbesondere für das Gesicht. Okay, also du kannst es theoretisch auch für den Körper verwenden. Wobei es da, na, wobei so mega teuer ist sie bei mir nicht, ne? Muss man mal gucken, wie man das halt handhaben möchte. Ist halt eine Tube. Und hier steht super viel drauf. Natürlich, Mittagssonne zwischen 11 und 15 Uhr vermeiden. Ja, sonst kriegt man so einen furchtbaren Sonnenbrand, wie ich den aufkriege. Regelmäßige Anwendung verbessert nicht den angegebenen Sonnenschutzfaktor. Hä? Regelmäßige Anwendung verbessert nicht... Ach so, ja klar, du kannst ja nicht da drei Schichten von drauf machen und denkst, du hast Lichtschutzfaktor 90. Das natürlich nicht, ne? Ja, ich glaube, dass das hier... Hier steht wasserfest drauf. Ich glaube, dass das ein mineralischer Sonnenschutz ist und kein chemischer. Bin mir aber da jetzt gerade nicht hundertprozentig, weil es hier nicht extra drauf steht. Aber ich meine, dass die von Sebamed halt auch mineralisch sind. Das heißt, der weißelt vielleicht ein bisschen. Aber es ist nicht allzu schlimm. Und Sammy schnarcht. Wahnsinn. Aber nur leise, ne? Er ist wenigstens dezent damit unterwegs. Scheint ihn echt zu interessieren, was ich hier gerade so mache. Okay, wir haben noch ein kleines Produktchen hier mit dabei. Und zwar von Louis Widmer. Da hatte ich auch schon das ein oder andere Produkt in der Brigitte-Box oder in der Barbara-Box mit dabei. Und ich glaube auch in den Adventskalendern. Emulsion Hydroactive UV30 Anti-Aging. Ja, das ist auch fürs Gesicht, ne? 10 ml sind hier enthalten. Und das ist eine ganz normale Gesichtscreme. Ja, das finde ich schön. Ohne Parfum ist damit bei. Also brauche ich da auch gar nicht dran riechen. Das wird eh nach nichts riechen. Das mache ich so häufig. Da steht ohne Parfüm drauf. Ich lese nach. Sag, ja, ja. Riecht nach nichts. Genau. Nee, finde ich gut. Jo. Und auch noch Anti-Aging. Ne? Das ist das, was ich eingangs sagte. Da sollte man halt ein bisschen das im Hinterkopf behalten, wenn man sich überlegt, welche Beautybox für einen so am geeignetsten ist. Von Dove habe ich ein Deo mit dabei mit pflegendem Zinkkomplex, was ich gut finde, weil Zink ist auch dafür so ein Stück weit bekannt, dass wenn du so Verletzungen an der Haut hast, ne, dass es ja auch in dem Sinne pflegend ist und regenerierend wirkt. Und hier haben wir, ein Zweimalschutz, bekämpft Bakterien und reduziert Geruch. Geil. Apfelblütenduft, richtig geil. 48 Stunden Deodorant. Bitte vertraut dem nicht. Bitte verwendet häufiger als nur alle 48 Stunden ein Deo. Bitte. Auch wenn ihr Bus oder Bahn fahrt oder so und euch dann so irgendwo festhaltet. Bitte verwendet vorher Deo. Ich hoffe ja immer, dass irgendwer, der irgendwann mal mit mir in der Bahn oder im Zug steht und seinen Arm halt hochhebt, vorher mein Video gesehen hat und das beherzigt und ich nicht umfallen muss. Ne? Fände ich total klasse, ja. Also das ist auch wohl neu und ist ohne Aluminiumsalz. So gut, die sind jetzt nicht mehr so umstritten, wie sie mal waren. Aber Apfelblütenduft hört sich auf jeden Fall so an, als würde ich das lieben. Rieche ich jetzt hier nichts und ich will es nicht sprühen, weil ich habe jetzt gerade noch eins von 8x4 offen. Ein bisschen rieche ich was, aber ich glaube, das wird mir gefallen. Ne? Gefällt mir. 100 ml, ich glaube, die haben das jetzt irgendwie komprimierter. Keine Ahnung. Unser stärkster Deo-Schutz mit einzigartigem Zinkkomplex. Keine Ahnung. Weil ich glaube, die waren mal größer, ne? Entweder haben die Verpackung generell geändert oder die haben das irgendwie so gemacht, dass es komprimierter reinpasst. Machen jetzt ja auch manche Marken. So, dann habe ich jetzt hier noch etwas, was auch angeteasert worden ist. Und ich glaube, das ist jetzt auch das letzte Produkt. Jo. Und das ist auch das Highlight des Ganzen. Muss man hier aufräumen. Was ist das denn hier? Überall fliegen hier diese Krüppelpapierviecher rum. Von Pure Lay. Hammer, oder? Ich sehe immer wieder bei Unbox Butterfly Nicole ihre Unboxings zu dem Mahina Club. Sie bekommt, ich glaube, jeden Monat ist das, ne? Und so eine Box halt. Und genau, das ist dann halt auch so eine kleine Surprise. Und ich glaube, dass das hier auch irgendwie jetzt damit drin ist. Ich habe hier 2103 Mahina Club, ja, Pohaku Gold. Okay, genau, da kann man nämlich auch auswählen, unterschiedliche Farben und so weiter. Wenn euch das interessiert, schaut gerne bei ihr vorbei. Die zeigt ja echt jeden Monat tolle Sachen. Und dann kann man das so rausziehen. Jetzt habe ich dieses Gefühl, was sie auch jeden Monat hat, wie scharf. Okay, ich habe Glitzer. Das ist ein Kettchen oder ein Armkettchen. Ich glaube, es ist ein Kettchen. Wir müssen uns so ein Blender angucken. Ich weiß es noch nicht, weil hier ist ein Kettchen abgebildet. Okay, und Ohrringe. Das finde ich schön. Ich hatte ja auch den Pure Lay Adventskalender. Den fand ich ja eigentlich auch ganz gut, ne? Ich weiß nicht, ob Pure Lay halt diesen Mega-Hype wert ist mit, ne? Ich weiß nicht, wie hochwertig der Schmuck ist. Ich bin jetzt echt keine Juwelierin oder sowas. Aber ich muss sagen, dass mir die Designs, die sie halt haben, gut gefallen. Und dass mir auch die Qualität eigentlich ganz gut gefällt. Preis-Leistung stimmt halt, ne? So, wie zeige ich euch das jetzt am besten? Diese und weitere Fragen nach der nächsten Maus. So, vielleicht. Genau, jetzt habe ich nämlich einen seitlich und einen quasi frontal. Da habe ich so ein Glitzersteinchen dran. Die Farbe ist ja
Also die Schmuckfarbe ist Gold und das kann ich mir bei mir gut vorstellen. Das sind halt Ohrringe, die kannst du zu allen möglichen Anlässen tragen, ne? Anlässen. Ob du jetzt irgendwie schick unterwegs sein willst, ob du das einfach so haben willst. Bei solchen Mini-Kreolen habe ich manchmal ein Problem, weil meine Ohren sind jetzt halt nicht so mini-klein. Ich habe hier, mein Ohrläppchen ist einfach etwas voluminöser als manch anderes Ohrläppchen. Und dann habe ich das öfters mal, dass wenn die halt nicht so rund sind, wie das bei dem hier der Fall ist, sondern vielleicht ein bisschen eckiger, dass es an meinem Ohrläppchen ratscht und mir dann wehtut. Aber das sieht eigentlich so aus, als würde das passen. Ist jetzt natürlich schade für diejenigen, die keine Ohrlöcher haben, aber dann kann man dieses Set halt immer noch weiter verschenken, ne? Denn hier ist ja auch noch zudem etwas weiteres mit dabei, und zwar eine Kette. Ja, ihr seht das, ne? Sobald ich an meinen Ohrlöchern rumprokel, habe ich direkt rote Ohren. Habe ich ja generell ganz gerne, aber jetzt umso mehr. Aber das wird vergehen. Genau. So, nehme ich das jetzt hier mal so raus. Das ist echt schön in so einer, ne? Diese Geschenkschatulle finde ich echt toll gemacht. Und da kann ich das echt nachvollziehen, dass, ja, dass Nicole da halt auch immer wieder von geschwärmt hat. Es ist jetzt hier alles natürlich etwas verdreht. Herzlichen Glückwunsch. Wer kennt's? Aber, ja, so verdrehter Schmuck halt, ne? Und das passt halt optisch total schön dazu. Ist eine längere Kette. Ist jetzt keine ganz kurze. Nee, geh nach vorne. Da haben wir dann auch wieder diese Glitzersteinchen dran. Und da haben wir insgesamt ein paar mehr von. Aber das hier hinten, der ist ja auch relativ sinnfrei. Egal. Aber hier sind dann 2, 4, 6 Glitzersteinchen dran. Und so sieht der Schmuckset dann getragen aus. Also ich finde es schon schick. Ich finde, die Kette hat auch eine ganz angenehme Länge. Das ist keine zu kurze und keine zu lange Kette. Passt gut zu einem Rundhalsausschnitt. Ja, ich habe jetzt nicht so was Ultraschickes an heute. Ist einfach nur ein beigefarbenes Top. Ja, und gefällt mir. Und das ist auch wirklich das Highlight des Ganzen, ne? Hat das wirklich was mit Sommer, Sonne, Sonnenschein, sei verrückt, frei und fröhlich, Glücksmomente zu tun? Ich finde, dass es tatsächlich ein Glücksmoment ist, weil ich den Schmuck so cool finde und das echt nice finde. Das sind hier, Nailer habe ich, glaube ich, ne? Oder habe ich Pohaku? Ich habe Pohaku und Pohaku hat einen Wert von 65 Euro. Und dass wir einfach mal so einen Schmuckgedönsen hier mit drin haben, das ist für mich ein Glücksmoment, weil ich das feiere. Ja, ansonsten haben wir solide Produkte mit dabei. Da ist jetzt nicht so ein, weiß ich nicht, mega krasser Lippenstift oder sowas mit dabei gewesen. Aber ich glaube, wenn man sich die ganze Zeit einen trinkt und so, braucht man auch gar nicht so einen krassen Lippenstift, man weiß es nicht. Warum komme ich jetzt auf Lippenstift? Ich habe keine Ahnung. Aber ne, halt solide Pflege, solide Getränke haben wir mit dabei. Geilen Schmuck, den finde ich richtig wow. Das ist mein Wow-Produkt. Und ansonsten Sommerprodukte, Deo, Abschminkviecher, läuft, ne? Nee, ich finde es klasse und ich finde, die Box wird sich auch lohnen. Also wenn man die jetzt quasi sich kauft, also wenn man sich die jetzt halt auch abonniert und so, dann lohnt sich das, weil du ja allein dieses Schmuckset hat ja laut Pure Lane Wert von 65 Euro, ne? Und das finde ich auch schon mal krass. Jetzt dreht der kleine Mann hier richtig auf, ne? Ihr Lieben, ich laber schon wieder so viel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beautybox-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.